das letzte Mal, wo ich in Ungarn war, ist auf diesem Parkplatz hier. Für mich sehen die hier nicht mehr wieder. Und wir waren so, so oft hier gewesen. Guten Morgen, alle ihr da zu Hause daheim gebliebenen. Das ist jetzt hier Tag 2. Wir stehen hier auf einem Rastplatz für LKWs hinter Prag. Und werden jetzt unsere zweite Tour machen. Ich gebe dir wahrscheinlich jetzt die nächsten 200 Kilometer nicht viel zu berichten. Deshalb sehen wir uns dann wieder, wenn wir dann da angekommen sind. Ne? Das war eine klasse Nacht gewesen. Die LKWs, die haben mich echt nicht schlafen lassen. Aber was will man nicht machen? Ich meine, wir waren in Prag drin gewesen, da kannst du nur, überall Parkverbot, überall. Und viel, nur 6 Tonnen, komme ich ja mit meinem 7,5 Tonnen ja nicht rein. Ne? So, naja, ist halt so. Wir kommen ja in Gegenden, wo es wahrscheinlich besser wird. So, jetzt geht's los. Los geht's los. Brille tauschen. Ah, oh, es ist alles so klar. Ist ja gar nicht zu glauben. So, jetzt zeige ich mal, wo wir hier rausfahren. So, ein bisschen, damit ich auch ein bisschen Feeling habe, wie es auf einer Autobahn ist. Luftdruck haben wir. 7,5 T. Abfahrtskontrolle haben wir auch gemacht. So, jetzt können wir wieder los hier. So. Oh, jetzt gucke bitte mal in rechts, ob da irgendjemand angedödelt kommt. Nö, jetzt nicht. Nur der Ende. Unsere Wauzen müssen auch mal, aber die pinkeln ja nicht auf die Straße. Wo sollen sie denn hingehen? Haben die Platz? Ach, da hinten ist ein bisschen Platz. Irgendwann sind wir durch dieses Kaff hier. Und dann können sie sich mal richtig austoben. Auch. So, die erste hat ihr Geschäft gemacht. Und schaut jetzt ganz traurig ihrem Whisky hinterher. Er ist weg und sie muss alleine bleiben, weil das sind unzertrennliche. Die können gar nicht ohne einander. Schaut mal, wie sie guckt. So, nun geht's weiter. Jetzt fahren wir bis Bratislava, werden dann unter der slowakischen Grenze uns diese Maut besorgen und dann durch die Slowakei durch, sodass wir heute vielleicht noch in Ungarn ankommen und schon da immer 2, 3 schöne Tage machen. So, jetzt bin ich an der Mautstelle zur Slowakei und obwohl das Fahrzeug 7,5 Tonnen hat, braucht man hier nur Maut bezahlen für wie ein Pkw. Eigentlich benötigt man für so ein Fahrzeug eine Box. Aber die Slowaken sind so kulant, dass sie sagen, Wohnmobil zählt wie Pkw. Also 12 Euro für 10 Tage bezahlt hier. Ich hatte vorhin angehalten an so einer anderen Stelle, da wollte der mir dann so, halt so eine Box verkaufen. Aber ich wusste das, dass man nur 12 Euro hier bezahlt wie ein Pkw. Also bin ich da wieder abgehauen und bin dann hier zu dieser Stelle hin. Und die haben überhaupt keine Probleme gemacht. Das ist natürlich nicht schlecht, obwohl, naja, diese Mautgeschichte, ihr wisst ja. So, fahren wir weiter durch die Slowakei durch. Und dann nächste Raubritterstelle, Ungarn. Früher waren das natürlich alles hier Grenze, wo kontrolliert wurde. Ihr seht das gleich, wo wir durchfahren. Das war zu der Zeit, also vor der Wende oder wie man das nennen mag, hier auch in der Tschechien, war das natürlich ein Land, die Tschechoslowakei. Dann trennte sich die Slowakei von den Tschechen in einer absolut friedlichen Aktion, ohne dass es da wirklich Probleme gab. Man glaubt es einfach gar nicht. Und dann wurde hier dieser wahnsinnige Grenzübergang hingebaut, weil zwischen zwei Ländern, die immer existierten, also auf einem Territorium, die Tschechoslowakei, also Tschechien und die Slowaken, brauchten auf einmal eine Riesengrenze, um sich abzuschirmen. Da wurde das Ding gebaut. Dann kam die EU und da war alles wieder vorbei. Auf nach Ungarn.
Ich stehe jetzt hier an einer Mautbox für, also einer Mautstelle für Ungarn. Bisher war es so gewesen, dass man ein Wohnmobil auch bis 7,5 Tonnen, also meiner hat der 7,49, ganz normal als einbuchte als 7-Personen-Pkw. Jetzt müssen diese Wohnmobile, Horche, die so eine Box haben, die sollte ich jetzt für 110 Euro kaufen. Die kannst du auch nicht zurückkriegen. In Tschechien kann man die zurückkriegen, Kaution. Hier musst du sie kaufen und anschließend wird dann jeder Kilometer, den du hier fährst, nochmal berechnet. Damit kommen wir auf völlig absurde Zahlen, was Maut durch Ungarn ist. Also über 3,5 Tonnen sind Wohnmobile in Deutschland oder hier in Ungarn nur nicht gewünscht. Das will hier niemand haben. So, und wenn ich jetzt von hier aus bis nach Rumänien nur durch Ungarn hin und zurück fahre, da zahle ich ungefähr 300 Euro Maut. Ich bin noch nicht bekloppt, also fahre ich jetzt wieder zurück. Ich fahre jetzt wieder zurück in die Slowakei und fahre dann dieses kleine Stück über Österreich und dann fahre ich nach Serbien rein. Weil, also das ist ja völlig, ich bin ja völlig sprachlos, ihr merkt das gerade. Also das hätte ich nie gedacht. Außer ich kann natürlich jetzt eine Strecke, also von hier aus nach Serbien kann ich eine Strecke festlegen, die muss ich aber innerhalb bis morgen Abend 24 Uhr bewältigt haben. Dann kostet mich die Strecke hier von der Grenze bei Bratislava bis nach Serbien 137 Euro. Eine Strecke. Ist das Land pleite oder was? Für mich, Ungarn war bisher immer für mich eins der begehrtesten Urlaubsländer, wo wir immer wirklich gar nicht nimmer ist. Ja, genau. War wunderbar. Aber das ist jetzt so, ja, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich in Ungarn war, ist auf diesem Parkplatz hier. Für mich sehen die hier nicht mehr wieder. Und wir waren so oft hier gewesen. Irgendwie sind die völlig außer Rand und Band. Ihr merkt, ich bin geschockt, oder? Ja. Jetzt drehe ich hier um und fahre wieder Slowakei zurück. Und dann suche ich mir einen anderen Weg darunter. Also diese scheiß Abzocke, ne, niemals. Ich muss erstmal jetzt, gehe ich mal eine Cola trinken, um mich zu beruhigen. So. Gib mir mal eine Cola, bitte. So. Mich wundert noch nicht, dass sie die Cola nicht noch hier vielleicht am Zoll kontrolliert hat und noch Zoll genommen hätten, was aus Deutschland kommt. Ich wollte der Dame das gar nicht glauben. Die hatte gut, dass sie Deutsch konnte und mir das wirklich erklärt hat. Ich habe nur den Kopf geschüttelt. Sie hat sich tausendmal für was entschuldigt. Sag ich, das ist ein Riesen. Ja, sagt sie, können das auch nicht verstehen. So, gut. Also drehen wir um und fahren in die andere Richtung. Zurück.